Es ist einfach schön, so früh morgens unterwegs zu sein. Alles noch so schön ruhig und friedlich. Ja, die Ortschaft Stein am Rhein lasse ich jetzt hinter mir. Da oben sehen wir auf dem Berg noch, da auf dem Hügel, die Burg Hohenklingen. Und uns die Brücke, ja, wirklich mal von nahen angucken. Vor allem mal aus dieser Perspektive. Also, die Anstiege hier. Das ist nichts für Fahrradwohnwagen. Ich mag nicht mehr. Immer diese Berge, ey. Den einen fährst du hoch, dann fährst du wieder runter, dann fährst du wieder hoch. Ah. So, und neuer Tag, neues Glück. Wir haben es jetzt 5.30 Uhr. Jetzt gucken wir mal aus dem Fenster. Ah, das sieht doch schon richtig gut aus. Das wird doch ein schöner Tag. Also die Nacht war recht angenehm. Hatten irgendwie, was hatte die App gezeigt? 12 Grad, 13 Grad. Also perfekt zum Schlafen hier drin. Ich hatte das Fenster immer auf. Kam immer ein Lüftchen rein. Das war 100%. Ja, dann will ich mich mal aus meiner Bude hier begeben. Na, dann machen wir doch mal den Deckel auf hier. Oh, frisch. Oh, jetzt kommt es aber richtig frisch hier durch. Aber so ein paar Wölkchen sehen wir doch am Himmel. Naja, mal gucken. Erstmal jetzt ein bisschen Wasser ins Gesicht, wach werden und dann die Sachen zusammenpacken. So, mein Frühstück steht auch schon bereit. Standesgemäß auf dem Solardach. Schinkenbrötchen von gestern, die schmecken heute auch noch. So, dann starten wir mal die Maschine. Einmal Power. Na komm, geh da wieder rein. Und Saft hatten wir ja, glaube ich, noch genug. Der war ja wieder frisch, der Akku. Oder fast frisch. Naja. 40,1 Volt, 41 wäre komplett voll, aber das ist in Ordnung. Auf geht's, auf zum Rhein. Ja, hier haben wir nochmal den Blick auf den Bodensee, zumindest ja, so auf diesen letzten Ausläufer um die Gemeinde Horn herum. Ja, und die Sonne, sie will, aber sie kommt nicht durch. Naja, für mich geht es jetzt in die Richtung. Willkommen in Geienhofen. Hier haben wir auf der linken Seite haben wir alles noch einen Ausläufer vom Bodensee. Da fahren wir jetzt komplett dran lang. So, die Ortschaft Wangen haben wir erreicht. Aber nicht Wangen im Allgäu. Sondern hier am Bodensee. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das Navi schickt mich die Straße lang,
Ja, dann machen wir das Stück noch. Muss ich jetzt keinen Bogen machen, nur um unten ans Wasser zu kommen. Das kommen wir dann eh noch. Hier haben wir noch mal so einen kleinen Hafen, sage ich mal. Und hier gab es gestern wohl ein ordentliches Fest, wenn ich das so sehe. Da hinten stehen noch die Bierfässer. Haben sich die Leute gut gehen lassen. Und das hier kenne ich nicht so. Hier war ich auch schon mal, aber da stand das hier nicht. Was haben wir denn da? 6000 Jahre alte Originalfunde von Werkzeugkleidung, Nahrung und Geräten aus dem Welterbe des Wangener Pfahldorfs. Aha. Oh, ein Kajak. Nannte man sowas nicht einen Einbaum? Schon interessant, wenn man sich das anguckt, wie das so aufgebaut ist. Nach heutigen Maßstäben wird dir wahrscheinlich jeder Architekt sagen, das geht so nicht, das hält nicht. Aber früher hielt sowas auch hunderte von Jahren, ne? Es ist einfach schön, so früh morgens unterwegs zu sein. Alles noch so schön ruhig und friedlich. Ja, außer die Schreihälse da. Von wegen, am Wasser hat es keine Berge. Hui, hui. Willkommen in der Schweiz. So, und jetzt dürfen sich die Wolken ruhig mal verziehen, denn ich könnte mal wieder ein bisschen Akku nachladen. Sicher ist sicher. So, und hier sind wir auf jeden Fall in Stein am Rhein. Und da morgen das Wetter nicht so dolle werden soll, mache ich jetzt schon mal die Runde wieder, also die Biege, fahre Richtung Schaffhausen. So dass ich dann so eine kleine Rundtour machen kann, wieder aufs Zuhause zu. So, jetzt fahren wir auch mal ein bisschen durch die City. Und gucken uns mal das Örtchen Stein an.
Ja, hier überqueren wir den Rhein. Ja, die Ortschaft Stein am Rhein lasse ich jetzt hinter mir. Da oben sehen wir auf dem Berg noch, da auf dem Hügel, die Burg Hohenklingen. Die thront oberhalb. Ja, das Navi hat mich jetzt so ein paar Meter vom Rhein weggeführt. Ich hoffe, dass ich da gleich wieder rankomme. Denn, ja, das hier ist nicht so schön. Über Felder. Wenn, dann will ich auch schon am Rhein lang fahren. Aber ich hoffe, das kommt gleich noch. Der Fahrradweg will mich einfach nicht an den Rhein führen. Was ist denn das? Ich wollte Wasser sehen und nicht ein paar Kühe da auf der Wiese. Aber wenn jetzt nicht wirklich bald mal die Sonne rauskommt, wird mir noch der Strom ausgehen. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe hier jetzt noch 37 Volt. Auf dem Akku von 41, das ist auch nicht mehr so dolle, vor allen Dingen wird es ja jetzt immer bergiger wieder. Also Sonne, gib Gas! Na, ein bisschen näher bin ich ja schon dran am Rhein. Durch die Bäume kann man ja immerhin mal ein bisschen sehen. Aber das reicht mir noch nicht. So, jetzt bin ich hier in Diessenhofen angekommen. Und Richtung Deutschland geht es hier auch wieder. Uah, Buckel in der Straße. Da freut man sich mal, dass man mal rollen lassen kann. So, und hier kommen wir jetzt über die Brücke. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen sputen, weil hier passt nicht noch ein Auto dran vorbei, wenn ich hier fahre. Oh, und da kommt schon einer. Und da kommt schon einer.
So, fahren wir hier mal an der Seite. Puh, da wurde es aber hektisch auf der Brücke. Ganz schön knapp, wenn da Gegenverkehr kommt. So, aber das Bänkchen, das nehme ich mir jetzt hier mal. Und dann können wir mal ein bisschen auf den Rhein schauen. Ach, ist das herrlich. Vor allen Dingen, wenn man die Wasserqualität noch sieht. Das ist glasklar, das Wasser. Ja, ich würde mir eigentlich die Brücke noch gern genauer angucken. Aber es ist total blöd hier. Ich kann hier nirgends mein Gespann hinstellen. Entweder blockiere ich hier komplett den Gehweg oder stehe mitten auf der Straße. Ich muss mal gucken, wenn ich gleich ein paar Meter zurückfahre, ob ich da irgendwo mal halten kann, dass wir uns das noch mal genauer angucken. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus, diese Brücke. Also sowieso gerade richtig schön. So extrem ruhig und friedlich. Na, und für Angler wäre das hier doch auch was. So, aber hier kriegen wir doch einen besseren Blick auf die Brücke. Oh, hier muss ich nur mal aufpassen. Oh, das ist aber gefährlich hier. Mit den Eisen da noch drinne. Einmal stolpern. Und dann geht es im Schwarzwaldcruiser nicht mehr so gut. Aber hier können wir auf jeden Fall mal an den Rhein runter. Und uns die Brücke, ja, wirklich mal von nahen angucken. Vor allen Dingen mal aus dieser Perspektive. Das ist ja schon cool. Wasser steht nicht so hoch, da kann ich sogar hier ein bisschen dran langlaufen. Ah, und jetzt Fische, die kann ich bald mit der Hand rausziehen. Ihr habt ja die Ruhe weg. Wirklich schön, diese alte Brücke. So bin ich jetzt hier wenigstens doch mal richtig an den Rhein rangekommen. Weil vorher da mit dem Fahrradweg, das war nicht so geschickt. Na gut, jetzt mache ich mich wieder auf. Gefährt steht parat. Dann geht es jetzt weiter Richtung Schaffhausen. Aber vor Schaffhausen ziehe ich schon den Bogen, ja, Richtung Heimat wieder. So, noch einmal auf die schöne Brücke gucken. Sieht einfach nur genial aus. Ja, und durch die Hektik vorher mit den Autos da auf der Brücke habe ich ja ganz versäumt, dass ich da ja quasi ja, die Grenze wieder überschritten habe. Also sind wir jetzt hier wieder auf deutscher Seite. Aber leider immer noch keine Sonne in Sicht, die mir mal meinen Akku wieder ein bisschen aufpowert. Also muss ich sehen, dass ich hier ja, solche Anstiege, die noch so zu bewältigen sind. Oh Gott, was kommt da vorne? Ich sag's noch gerade. Och nö. Naja, auf jeden Fall, dass ich da Akku spare, wo es irgend geht. Aber da vorne, boah, das sieht doch schon wieder übel aus. Das wird ein harter Anstieg. Durchatmen. Mal Power auf den Motor. Auch wenn mir das nicht gefällt. Mit so wenig Akku. So. Und reintreten. Hinten kommt ein Auto. Fahre ich mal jetzt schon rüber. Nicht, dass ich hier zum Stehen komme. Naja, geschafft. So, Richtung Schaffhausen-Büsingen. Boah, mal gut, dass der Radweg hier kam, wo es hier so in der Ebene lang geht. Weil da oben die Straße, das hätte ich nicht gepackt.
Boah, die steigt ja an. Vor allem über die Länge. Alter Schwede. Wow. Hallo. Ja, danke. Musste mir das jetzt zu denken geben, dass mir der Radfahrer gerade viel Glück gewünscht hat und nicht gute Fahrt. Tja, kann das an den Bergen liegen, die noch kommen? Ich weiß es nicht, macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Viel Glück, na gut. Aber schaut mal hier, der Wein, der wächst hier aber boah, ordentlich. Meine Herren, kriege ich bei mir zu Hause nicht so gut hin. Aber jetzt muss ich auch ehrlich zugeben, ich gebe mir dann auch nicht so eine Mühe mit dem Schneiden und so. Nee, aber da hängt ja ordentlich was. Schade, ich bin noch zu früh. So, aber ich kann jetzt nicht ständig stehen bleiben. Jetzt muss ich auch mal wieder fahren. Also, die Anstiege hier, das ist nichts für Fahrradwohnwagen. So, jetzt hat es mich erst kurz wieder in die Schweiz verschlagen. Einen kleinen Schlenker nochmal, bevor es gleich wieder rüber geht nach Deutschland. So, da haben wir stehen, Donau-Esching. Da wollen wir wieder hin. So, jetzt fahre ich wieder Richtung Grenze bei der Ortschaft Bargen. Da geht es wieder rüber nach Deutschland. Ja, jetzt geht es wieder richtig in die Berge. Da kommt noch ordentlich was auf mich zugleich. Mal gucken, wie ich das geregelt kriege mit dem bisschen Akku, was ich noch habe. Aber jetzt kommt immerhin mal ein bisschen die Sonne. Dann kann die jetzt mal ja, noch so ein paar Volt hinten reingeben in den Akku. Ja, das, was man da an Berge sieht, da muss ich mich irgendwie durchwursteln. Irgendwo muss ich da rüber. Irgendwo und irgendwie. So, ein paar Höhenmeter habe ich schon mal hinter mich gebracht. War aber echt nicht ohne, beziehungsweise ist nicht ohne, denn das nächste kommt jetzt gleich. Ich habe jetzt gerade mal hier so ein paar Meter. Ja, hier lässt sich's mal ganz schön fahren. Aber ja, na wie gesagt, die nächsten 400 Meter und dann geht's rechts weg über den nächsten Hügel. Es ist mit so einem Fahrradwohnwagen echt nicht ohne. Also wenn es diese Steigung dann hat, also alles jenseits der 10%, sage ich mal, da wird es dann echt schon hart. Aber dann heule ich mal nicht lange rum, weiter geht's, will ja irgendwann auch wieder zu Hause ankommen. Ich mag nicht mehr. Immer diese Berge, ey. Den einen fährst du hoch, dann fährst du wieder runter, dann fährst du wieder hoch. Ah. Und es zieht sich und zieht sich. Ach, einfach nicht nach vorne schauen, wie weit es noch berghoch geht, sondern schon mal die Aussicht genießen. Ja, da unten aus dem Tal kam ich jetzt hoch. Junge, wenn man das jetzt sieht, ist ganz schön was. Aber schön aussehen tut es ja, ne? Auch wenn ich immer mal wieder schimpfe wegen dem Bergauf und Bergab. Aber schön aussehen tut es immer wieder. So, ich glaube, das Schlimmste ist geschafft. Ja, jetzt komme ich in die Ortschaft Kommingen. Da muss ich dann mal sehen, da muss ich dann so ein bisschen ein Stück Hauptstraße und das geht leider auch sehr berghoch. Ist sogar Bundesstraße. Ja, und wenn ich das nächste Teilstück jetzt geschafft habe, dieses Stück Hauptstraße,
dann ist für mich das Schlimmste geschafft. Blöd ist, dass ich hier jetzt auf einer Bundesstraße rumeiern muss. Natürlich auch noch ein LKW hinter mir. Der freut sich. Juhu, geschafft. Bundesstraße wieder verlassen. Ja, hier sieht man das vielleicht ein bisschen besser, dass die ziemlich ansteigt, da wo der LKW jetzt kommt. Und da hatte ich halt bange, nicht vor dem Berg. Also da hatte ich ja schon deutlich schlimmere jetzt eben. Aber halt, wenn du das auf so einer Bundesstraße, wo die ganzen LKWs fahren, ja, da ist das nicht ganz so prickelnd. Da bin ich doch froh, wenn ich da jetzt wieder runter bin. Naja, und ich denke, die LKW-Fahrer auch. Ja, und ich komme wohl tatsächlich mit der Akkupower hin. Was habe ich denn jetzt auf dem Tacho? Insgesamt 131 Kilometer. Ja, das sind zwei kleine 15 Ampere Akkus, also 30 Ampere hatte ich an Bord. Oh ja, und dann mit dem Fahrradwohnwagen, dahinter die Schlepperei, die Ochserei. Und ja, ich brauchte keine Ladestation. Jetzt, wo die Sonne scheint, lädt er hinten sowieso wieder auf. Also von daher, der müsste eigentlich jetzt auch schon wieder so 38 Volt haben. Hier habe ich noch 34 Volt drauf. Ja, das sollte ja wohl für die letzten 10 Kilometer reichen, auf jeden Fall. Na, wen sucht der Heli denn da oben? Oder will der mich vielleicht nach Hause bringen? Noch ein Heli. Was ist denn hier los? Habe ich was verpasst? Ist es jetzt schon soweit? So, jetzt sind wir wieder in Riedöschingen. Aber irgendwie ist das ja komisch, ne? Da kann man Kilometer fahren und Kilometer fahren. Und alles ist schön und man genießt auch die Landschaft. Aber kommt man wieder so auf den Rückweg und ist fast zu Hause, ja, dann will man eigentlich auch nur noch nach Hause. Dann hat man keinen Bock mehr. Weil, ja, man kennt alles, was man hier sieht. Und eigentlich ist es jetzt nur noch die Trampelei, um nach Hause zu kommen. Ja, so ganz normal ist das nicht, dass hier zwei Helis kreisen. Da bin ich mal gespannt. Ich fahre jetzt in die Richtung. Vor allen Dingen, das ist ja schon ein dickerer Hubschrauber. Sieht ja schon eher nach Militär oder so aus. Ich war's nicht, ich schwöre. So, letzte Pause. Jetzt gönne ich mir mal statt Wasser und Tomaten mal eine Cola Zero. Die ist jetzt mal fällig. Ja, ich weiß, ganz ungesund. Ist mir aber total egal. Ein Hoch auf den Lidl in der Schweiz und seine Kühlung. Denn da habe ich die heute Morgen rausgenommen. Heute Morgen um 7, genau, da haben die gerade geöffnet. Und habe ich mir dann hier in meine Kühltasche gepackt. Zum einen haben die Dosen alles andere wieder kalt gemacht und die Dosen selber halt jetzt auch noch richtig schön kalt. Mega. Naja, ich wollte ja mal gucken, was wir jetzt auf dem Wecker stehen haben hier am Tacho. Wir haben 135,8, 136. Wenn man bedenkt, dass ich gestern um 10 Uhr ganz chillig losgefahren bin und ja, jetzt haben wir 12 Uhr und jetzt bin ich bald schon wieder zu Hause. Ja, und dann 135, es werden dann, ich denke mal, 10, 15 Kilometer, also knappe 150 Kilometer werden es insgesamt. Und ich denke mal, das ist schon in Ordnung, wenn man mit so einem Teil da hinten hinter so am Tag seine 70 Kilometer im Schnitt macht. Ich denke, das reicht dann auch. Also mir zumindest hier in der Gegend mit diesen paar Watt, mit denen ich da ziehe, da reicht es auf jeden Fall allemal.
Aber ich merke jetzt tatsächlich, dass ich lange Zeit jetzt keine großen Fahrradtouren mehr gemacht habe. Ich bin jetzt so viel Liegerad gefahren und so Beine, alles gut. Also habe ich überhaupt keine Probleme. Auch heute Morgen, wo ich dann losgefahren bin nach der gestrigen Fahrt, alles top. Aber der Poppes, den merke ich jetzt immer mehr. Muss ich doch unbedingt wieder mehr aufs Rad, dass sich der Hintern wieder dran gewöhnt. Ja, und was machen wir denn jetzt? Es sind noch 15 Kilometer vor mir, wo nichts Berauschendes mehr zu sehen ist. Und das kennt ihr ja eigentlich schon von mir, weil wenn ich weiß, da kommt nichts mehr Aufregendes, was soll ich das noch abfilmen? Ja, und darum würde ich sagen, können wir das Video eigentlich hier jetzt auch beenden. Die Tour ist für mich nicht ganz beendet. Wie gesagt, 10, 15 Kilometer sind es noch. Aber ja, hier kommt nichts Aufregendes mehr. Hier kommt noch eine Straußenfarm, aber das habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Also ich hoffe, die Tour hat euch gefallen und ihr habt Spaß dran gefunden. In nächster Zeit werden wieder Liegeradtouren kommen. Das habe ich mir vorgenommen. Fahrradwohnwagen, die nächste Fahrt, weiß ich noch nicht. Ich weiß ganz ehrlich gesagt generell noch nicht, was in nächster Zeit jetzt so ansteht, weil ich privat auch viel zu tun habe im Moment. Viel um die Ohren am Haus, muss ich einiges umbauen. Ein Umzug steht an und, und. Also da weiß ich selber noch gar nicht, wie viel ich dazu komme, mit dem Rad unterwegs zu sein. Kann sein, dass ich es bald nicht mehr halten kann, ein Video pro Woche rauszubringen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und bleibt mir trotzdem treu. Und sobald ich aber immer Zeit finde, werde ich auch rausfahren und werde natürlich auch Videos davon machen. Ja, und das ist halt so, wenn du Familie hast, Haus hast, Hof, Hund, ja, dann kannst du nicht einfach immer so weg, wie du das möchtest. Darum auch dieses Mal wieder nur eine kurze Zweitagestour. Ich selber würde auch mir viel mehr Zeit gerne dafür nehmen. Ich wäre jetzt auch gerne am Bodensee unten noch geblieben. Ja, aber das geht nun mal nicht, denn ja, das Zuhause erledigt sich auch nicht alles allein. Und Zuhause und Familie geht natürlich vor. Jetzt habe ich das Video aber noch ganz schön in die Länge geredet, wa? Dann machen wir es jetzt kurz und bündig, so wie ihr das kennt. Mir bleibt wieder nichts mehr zu sagen, außer... Ciao.